Hallo und herzlich willkommen zu diesem Hinter-den-Kulissen-Video von Svaro. Das wird eine zweiteilige, Anführungszeichen, Reihe. Also es wird einen zweiten Teil geben. In diesem Teil beschäftige ich mich erstmal mit dem Server an sich. Im zweiten Teil werde ich euch das Plugin etwas näher vorstellen. Ich bin ja hier bei Svaro für die Technik zuständig. Deswegen fange ich mal jetzt nicht so weit vorne an, aber sag mal eben wichtige Sachen darüber. Also ich verwende, der Server ist ein PC, ein ganz normaler PC, auf dem ein Linux läuft. Ein OpenSUSE, Versionsnummer schlag mich tot. Und darüber kann ich mich hier einloggen über eine, wie sag mal dazu, Remote Desktop Verbindung. Heißt es. Remote Desktop Verbindung. Und das Ganze sieht so aus. Kurzer Hinweis, ich werde in diesem Video eventuell ein paar Sachen verpixeln müssen, da hier überall private Daten stehen. So. Ich gebe dann mal hier oben eben die IP-Adresse ein. Ich hoffe, die ist richtig. Jo. So, jetzt sieht das so aus. Das hat sich jetzt hier geöffnet. So, und da werde ich mich jetzt mal eben einloggen. Das mache ich auch mal eben auf dem zweiten Bildschirm. Also alles, was ich nach links rüberziehe, mache ich auf dem anderen Bildschirm. Übrigens, ihr seht gerade meinen zweiten Bildschirm. Also. So, dann. Einmal clearen. So. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt mal ganz langsam, das ist jetzt eine Eingabeoberfläche, hier kann ich irgendwas reinschreiben. Und so bediene ich den Server. Das ist meine Konsole, da wird mir später alles dann angezeigt. Jetzt öffne ich mal eben eine Verknüpfung, dass das Ganze wenigstens etwas mehr aussieht wie unter Windows. So. Minecraft-Server. Hier oben den Pfad muss ich leider auch wegmachen. Dann Projekt. Ich habe hier folgendes schon mal vorbereitet. Einmal hier die Spigot oder die Spigot-Server.jar. Das ist die Jar-Datei, wo das ist der Server an sich, das ist die Server-Datei. Die Launch-Datei hier oben. Kann man eben aufmachen. Hier steht nur drin, dass er die ausführen soll, diese Jar-Datei. Also hier steht drin, dass er diese Server-Datei ausführen soll. Und die kann ich später hier oben über die Kommandozeile aufrufen, die Datei, und dann führt er die aus. So, und dann wird der ganze Rest hier erstellt an Ordnern, also eine Welt wird erstellt und ein Plugin-Ordner wird erstellt, ein Log-Ordner, wo die ganzen Server-Logs drin gespeichert werden und eine Einstellungsdatei und sowas, dazu kommen wir gleich. So, das hier ist die Mojang Euler, der hier. Man soll das hier hinten auf True changen. Also normalerweise steht natürlich False. Wenn man da True hinschreibt, akzeptiert man einfach nur die Euler von Mojang. Und die Euler, da steht halt drin, dass man... Das ist eine Regelung für Minecraft-Server, dass man Spielern... Ich glaube, da steht unter anderem drin, dass Spielern nicht durch Käufe... durch Echtgeldkäufe Ingame-Vorteile gegeben werden dürfen oder sowas. Es ist, glaube ich, etwas längere Regelung. Und ich muss die auch akzeptieren unter anderem. Deswegen habe ich da schon mal True hintergeschrieben. Normalerweise, wenn ich das jetzt hier starte, dann wird die erst generiert, diese Euler-Datei. Und dann sagt er, da steht False drin und dann muss man da True hinschreiben und den Server nochmal starten. Das habe ich uns jetzt schon mal gespart. Deswegen schreibe ich hier schon mal hin cd, das ist der Befehl, um in den Ordner reinzugehen. Cd, Minecraft Server, cd Projekt, so heißt der Ordner, ./launch.sh. So, so rufe ich jetzt diese Datei auf und dann passiert das. Er lädt erstmal Bibliotheken. Ihr seht jetzt unten, hier werden die Ordner generiert und hier kommen wir schon zum Server. So, auf einmal ist alles da.
Jetzt hier, die Welt wird gerade hier, Preparing Spawn Area. Das passiert immer, wenn eine neue Welt generiert wird. Das muss ich mal eben durchlaufen lassen. Logs, hier steht jetzt der Latest drin, das ist der von jetzt. Da steht alles drin, was hier oben drin steht. Das wird alles dokumentiert. Plugins. Ja. Natürlich leer, weil noch keins installiert ist. World ist die Welt. Und jetzt ist er auch fertig nach 51 Sekunden. Und jetzt haben wir einen Minecraft-Server. Und auf den kann ich rein theoretisch schon joinen. Weiter hier haben wir eine Band. JSON, da steht halt, hat jetzt alles mögliche, alle möglichen Textdateien. Hier haben wir noch die Euler, die Lounge und die Server-Jar von gerade. Und jetzt, muss ich kurz überlegen, Server-Properties. Hier sind die ganzen Einstellungen drin. Generator, ich gehe die jetzt nicht, natürlich nicht alle durch. Level Name World, zum Beispiel wie der Ordner heißt hier drin, in dem die Welt gespeichert ist. Da könnt, wenn ich den Ordner jetzt hier ABC nennen würde und ich will, dass er diese Welt lädt, müsste ich hier zum Beispiel, wo stand's? Na komm, wo stehst du? Da müsst ihr auf jeden Fall ABC hinschreiben. Wo auch immer das gerade steht. PvP True, dass man sich gegenseitig schlagen kann. Difficulty, Schwierigkeit 3 natürlich. Und hier soll mal SVRO 3 stehen. Houston 16, Max Players 50, Game Mode 0. Ja, den ganzen Rest werde ich nicht erklären. Ja, das seht ihr. So, ist jetzt nicht im Vollbild, aber stört ja mal eben nicht. Multiplayer. So. Seht ihr, da steht jetzt noch im Minecraft-Server. So. Und das ist die Welt, die gerade OP hier. Nee, natürlich nicht, weil der wurde ja gerade erst erstellt. So, deswegen gebe ich jetzt hier oben mal eben ein. OP wurden Craft. So, und jetzt. Man sieht es, es geht. Ich gehe mal eben wieder runter. Soweit erstmal. Jetzt haben wir mal eben einen Minecraft-Server erstellt. So läuft das hier hinter den Kulissen bei mir. Bis zu diesem Punkt. Jetzt kommen wir mal kurz zu den Plugins. Hier meine Plugins. Zack, hier habt ihr den Ordner. Ja. Wir verwenden folgende zwei Plugins, das werde ich im Plugin-Video nochmal genauer sagen. Das SVRO-Plugin, das ist komplett von mir geschrieben. Hier oben, Discord-MC, ist ein Plugin von, ich glaube, Manuel Gu oder so ähnlich heißt der ursprüngliche Entwickler. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Plugin mal. Das ist ein Open-Source-Plugin mit freiem Programmiertext. Das habe ich umgeschrieben für unsere Zwecke. Logischerweise. Und ihr seht, das hier ist auch noch eine Beta. Weil die ist noch nicht vollends ausgereift und getestet. Deswegen ist noch eine Beta-Version, ist logischerweise. So. Dann sage ich mal eben Launch. Ich kann hier, wenn ich Pfeiltaste nach oben drücke, dann habe ich immer die letzten Befehle. So. One NoIP2 Process is already active. Heißt übrigens, NoIP ist der Service, den ich benutze. Das ist ein kostenloser Internet-Service, über den die Domain geht. Weil auf meinem Server die IP ist übrigens... Okay. Okay. War übrigens eine Fehlermeldung. Das werde ich gleich reparieren, weil ich weiß, woran es liegt. Es liegt an folgendem. Es ist Zahlen-IP, ist keine Zahlen-IP mit Zahlen. Das ist eine IP mit Buchstaben und die läuft eben über den NoIP2-Anbieter. Und weil er gerade schon sich damit verbunden hat, stand er jetzt, is already active. So, diese Fehlermeldung. Hier steht jetzt, you haven't entered a wallet token for your bot. Sorry für mein Englisch. Der Token ist das, was worüber er den Bot auf dem Discord-Server identifiziert. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ihn werden wir auf jeden Fall vom Test-Server, den ich hier angelegt habe bei mir. Mal eben, wenn ich was auf den linken Bildschirm rüberziehe übrigens, dann ist da ist immer irgendwas, was ich eigentlich wegpixeln müsste. So. Löschen. Und ich kopiere eben die andere darüber.
So, und weil die Plugins eben zusammenarbeiten, sieht man hier auch Svaro hat sich auch sofort deaktiviert. Und das hat alles nicht richtig funktioniert. So, deswegen Stopp. Weil der Server lief trotzdem, aber auch halt ohne die Plugins. So, und der Server ist jetzt da. Jetzt sieht man hier, Svaro wurde aktiviert. Und hier unten Discord MC sagt auch das Plugin hier erfolgreich eingeloggt mit dem Svaro-Bot. So heißt der Bot auf dem Server. Erfolgreich eingeloggt. Das müsste jetzt online sein. Der ist auch online jetzt. Der Bot bei Discord wird jetzt als Online-Spieler angezeigt. War als Online-Teilnehmer auf dem Server. So, jetzt nochmal hier. Hier steht jetzt SVO 3. Ich hatte einen kleinen Fail, weswegen das hier mit den Slots nicht funktioniert hat. Deswegen auch der kleine Cut gerade. So, da steht jetzt auch SVO 3 drin. Mal nochmal groß für euch. Wir gehen drauf. Und man sieht schon hier, SVO wird in Kürze gestartet. Und kann auch hier mal eben. Ups. Geht auch so. Da passiert ein Error, dass man sieht, das ist eine Beta-Version von Plugin. Aber hier hat man zum Beispiel jetzt schon den Beweis, dass Svaro-Plugin funktioniert. Und ich gehe wieder vom Server runter. Damit ist das eigentlich. Oh. Hier gab es die Fehlermeldung, übrigens ausführlich, warum, als ich nur slash sv steht, übrigens für svaro eingegeben und das steht übrigens für smallvaro eingegeben habe, gab es übrigens folgenden Error. Den werde ich mir gleich mal zu Herzen nehmen, aber das liegt an dem Plugin. Dann wirst du nichts mehr zu sagen. Das war das hinter den Kulissen Video von dem Server. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt gerne in den Kommentaren dazu. Den zweiten Teil wird es möglichst bald geben. Dauert wahrscheinlich noch ein Wöchelchen oder so. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick gewähren hinter die Kulissen von Svaro. Wir würden euch auch viel gerne viel mehr zeigen. Allerdings, das Problem ist, wir können euch nicht einen Discord-Server oder Skype-Gruppen zeigen, weil dann halt alle privaten Daten oder so Teilnehmerliste oder so, das können wir euch alles nicht zeigen, weil es sind halt die ganzen privaten Daten von den ganzen Teilnehmern drin. Und deswegen fällt halt ein Video über das, fällt halt alles raus. Bis dahin. Ciao. Ciao.